Ja, und da sind wir wieder. Und ich entschuldige mich, das ist jetzt die siebte Folge. Schon siebte Folge von Batman Arkham Knight. Ja, wie ihr wisst, in der sechsten Folge sind ja paar Probleme aufgetaucht. Wir sind knapp 15 Minuten Filmmaterial flöten gegangen. Gut, kann auch dem Besten passieren. Beispiel Quang, den sind 2 Stunden Filmmaterial. Verloren gegangen und da hatte ich noch Glück mit knapp 15 Minuten. Mir tat Kronk wirklich leid. Dann wollen wir mal. Alfred, habe ich gesehen, Sir. Erst ist kein Signal, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Waffensicherung deaktiviert. Na komm schon, du Held! Sieh mir doch mal, ob du mithalten kannst! Dein Treffer passiert, Schweinerei. Hast du das gespürt? Das ist nur der erste von vielen. Jawohl. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Wieder, ey. Wo ist die Treffer hier? Oh, ab. Komm schon, biete mir einen richtigen Kampf. Flugzeug. Du gehst mir auf den Titter. Treffer. Treffer. Interessant, da tu mich auch. Ich hasse das. Das erinnert mich an Batman Origin. Da hatte ich Probleme bei Deadshot. Und das war. Ah! Meine Fresse, das ist mies. Sieh mich an, wenn du stirbst, Batman. Sieh mich an. Seh dich an, scheiß Maske. Abklatsch, will ich abklatsch. Na, dann wollen wir mal. So, auf zur Runde 3. Genau konzentrieren, aber das hat mich schon perfekt, ja. Ich
Mach ich doch die ganze Zeit, wenn du mal stillhalten würdest. Bollo! Aber das war jetzt knapp. Du hast noch nicht gewonnen! Heute Nacht bezahlst du für alles! Ja. Für was denn Oracle überhaupt? Scarecrow bereitet die Bombe in der zentralen Mischkammer vor. Ich brauche einen Weg rein. Und zwar jetzt. Ich arbeite dran, aber es wird ein paar Minuten dauern. Finde ihn, Barbara. Geduld ist eine Tugend. Schon mal gehört, oder? Anscheinend nicht. Batman und Geduld? Der ist ungeduldiger als ich. Juhu! Bitte aussteigen, Taxi Batman. Diese beiden hatten Glück. Scarecrows Männer haben die anderen Arbeiter getötet. Mistkerle. Bring sie aufs Revier, aber sei vorsichtig, Jim. Die Miliz ist überall in Gotham. Oracle, ich brauche einen Weg zu Scarecrow. Wir haben keine Zeit. Das wird dir nicht gefallen. Es gibt nur einen Eingang und der ist von innen versiegelt. Was ist mit dem Wartungstunnel? Er verläuft hinter der Hauptwand der Einrichtung. Ich schicke dir die Position. Was hast du vor? Improvisieren. Okay. Ja, Punkte. Diesmal stecke ich wirklich mal was ins Batmobil, und zwar in die Panzerung. Weil ich weiß nicht, was noch auf mich zukommt. So. Aussteigen bitte. Das war ein Cliffhanger. Oh Mann, diese flachen Witze. Ich will dich bedienen. Ist das Einsatzteam bereit? Ich bin jetzt bei. Das ist ein wichtiger Teil meines Plans. Enttäusche mich also nicht. Ich enttäusche niemals. Was denkst du, was sie vorhaben? Zuerst müssen wir uns auf Scarecrow konzentrieren. Dann kümmere ich mich um den Knight. Okay, hoffentlich reicht das. Es wird gespeichert. Und alle. Oh. Jawohl. Also wie gesagt, meine Fahrkünste sind ja nicht die besten. Yippie! Echt cool eingepackt. Wachgeschütz gibt den Soldaten Deckung. Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben. Warum erwähnen die dann Panzer? Keine Ahnung. Soll halt ein großes Auto sein. Und was jetzt? Lass dir keine Angst einjagen. Weiter im Plan. Aber er fährt einen Panzer! Ein Auto, das wie ein Panzer aussieht. Wir sind die beste Armee.
Armee, die es je gab, während er nur ein einzelner Mann ist. Soll er ruhig kommen mit seinem Panzer? Wir haben Hunderte davon. Er ist ein Mann. Wir sind Tausende. Er ist gut. Wir sind besser. Ha, du warst ja wirklich beim Briefing. Phase 2 kann nicht früh genug beginnen. Ich will da raus und ein bisschen Action haben. Wenn die Bombe hochgeht, will ich nicht mal in der Nähe sein. Macht euch dieses Wachgeschütz auch so nervös? Woher weiß das Ding, auf wen es schießen soll? Wachgeschütz, Wachgeschütz. Zack. Thema Wachgeschütz. Batman, wir sind wieder auf dem Revier, weiß Gott wie. Hier sind überall Panzer, die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben. Haltet die Stellung, Jim. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe. Wir zählen auf dich, Batman. Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher. Okay. Als Sicherungskasten. Los, komm schon, ja, und zack. Wieder rot mit blau. Nee, diesmal gelb mit blau. Ja, komm. War bestimmt schön. Wow. Ich wollte eigentlich Angst halt machen. Kopfnuss. Mit zwei Käufen hier weg. Ah, diese Umarmung hier. Was für eine Liebe ist in dem Raum. Die Liebe endet hier. Meine Fresse. Kapazitäten laufen lassen. Er blufft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Bombe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein. Wir haben ihm sogar geholfen. Es war ihm egal, ob alle fort sind. Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde. An alle verbleibenden Einheiten, treffen auf dem Aufmarschplatz der westlichen Insel. Sofort! Wir haben heute Nacht gute Arbeit geleistet, Leute. Doch, gehört uns. Ja, ja. Ja, dann öffne mir mal das Tor. Dann öffne mir mal das Tor. Los. Man steckt jetzt mal den Roten mit den Grünen zusammen. Ich will wissen, was passiert. Mano, dass du nicht auf mich hören kannst. Find ich nicht nett. Oh. Gentlemen, heute
Nacht wird sich Gotham für immer verändern. Es wird zu einem albtraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Batmans Versagen. Ein Moment der Angst. Aber nicht nur das. Wir werden Gotham zum Epizentrum einer Explosion machen, welche die ganze amerikanische Ostküste in mein Reich verwandeln wird. Ich muss die Verladung der Chemikalien in die Mischkammer stoppen. Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Muss ich euch daran erinnern, dass wir einen strengen Zeitplan einhalten müssen? Gotham wird dafür bezahlen, was sein Retter mir angetan hat. Ich war es nicht, es war Killer Croc. Meine Fresse, wie oft soll ich denn das noch sagen? Genau, mach die Flatter, solange du noch kannst, Batman. Flatter, ihr macht gleich die Flatter. Ihr habt alle eine Aufgabe. Erledigt sie und betet, dass ihr mein Angsttoxin nicht aus erster Hand zu spüren bekommt. Die Bürger Gothams können weglaufen, aber sie werden ihrem Schicksal nicht entkommen. Offensichtlich ist der Chemikalienfluss zum Erliegen gekommen, was nur bedeuten kann, dass du hier bist, Batman. Nee, auch der Weihnachtsmann. Habe ich mich schon gefreut. Der Weihnachtsmann ist hier. Ho, ho, ho. Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Mann, siehst du scheiße aus. Angst macht dich vorhersehbar. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab?
Lass mich gehen, oder sie stirbt. Wovon redest du da? Barbara Gordon. Was? Hast du ihn gefunden? Los, raus da! Sofort! Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Scheiße. Nichts schmerzt so wie ein Familien. Ich würde jetzt gerne das W-Wort sagen, aber wir wollen ja ein bisschen normal sein. Arschloch. Alfred. Ich habe gehört, was dieser Wahnsinnige zu sagen hatte, Sir. Ich habe versucht, Miss Gordon zu erreichen, leider ohne Erfolg. Versuch's weiter. Neutralisierungsmittel wird vorbereitet. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich weiß, das versuche ich auch nicht. Aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Ja. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde sie, Alfred. Zur Not rettet mich Superman. Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie. Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie. Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte. Ich weiß es nicht. Das ist allein meine Schuld. Sie war sich der Risiken bewusst, Master Blues. Sie wird so wütend sein wie Sie, das zugelassen zu haben. Mal gucken, wie viel Prozent ich schaffe. Sir, hören Sie mir zu. Verstehen Sie nicht, dass er genau das möchte. Ohne Sie ist Gotham ihm ausgeliefert. Das dürfen Sie nicht zulassen. Prozent. Ich überwache die Einrichtung. Sie haben keine Zeit mehr. Ich flehe Sie an. Gehen Sie! Das hast du mir beigebracht. Das Richtige zu tun. Nur das zählt noch. Master Blues, ich flehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um Miss Gordon geht, Sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Leb wohl, Alfred. Hast du mich vermisst? Schocker? Was ist? Hä? Hä? Alter, was war das denn jetzt? Okay. Fuck it. Das ist Mr. Gordon.
Bin ich jetzt Gordon? Aber ich will einmal, Leute, das muss ich euch mal zeigen, weil ich finde das gerade jetzt so genial. Der Sonnenaufgang oder Untergang, eins von beiden, über Gotham City. Meine Fresse, wenn man die anderen Batman-Teile kennt, weiß man, dass man hat größtenteils nachts gespielt. Und sowas zu erleben, hammergeil. Oh. Trotzdem, ich bin noch leicht schockiert über plötzliche Auftauchen von Joker. Auf Deutsch, mein Herz rast. Es macht... Ich glaube, damit beende ich erstmal die 7. Folge. Ja, ich beende sie, weil ich brauche erstmal, muss tief durchatmen, brauche erstmal meine Zigarette. Alter, nein. Oh, Joker, fuck it. Ey, der ist tot. Ich habe ihn in Schutt und Asche gelegt am Anfang. Das konnte ich... Alter. Oh, nee. Okay, Leute. Ich wünsche euch noch schönen Abend. Das ist der Ende der 7. Folge. Ich weiß nicht, wie ich die nennen soll. Ich bin immer noch perplex. Ich wünsche euch was. Ciao, schlaf gut. Tschüss.